Obolus.de, heute im Zweierpack. Mein Sohnemann und ich. So, wir haben hier jetzt den V922. Den V911 kennt ihr ja schon. Dieses Ding, wo richtig schnell fliegt. So, das ist der V922, 6 Kanal mit Looping. Ich bin ehrlich, ich mache den Looping heute wirklich zum allerersten Mal. Ich probiere es jetzt halt. Mal schauen, was passiert. Also, was ich nur rausgefunden habe, was mir erklärt worden ist in der, auf der Spielzeugmesse in Nürnberg, ist, guck mal hier, so, du hast hier, du kannst hier umschalten auf Kopfliege. Kopf, normal. Das heißt, du kannst mit normal Gas geben, entweder so rumhalten, dass der Kopf liegt, oder so rumhalten, dass er normal fliegt. Oder hier H heißt, dass du das einfach umstellen kannst. Heißt, das kann, man kann Kopf fliegen, nicht spiegelverkehrt, weil wenn man normal so fliegt und hat links so, rechts so, dreht man auf den Kopf, ist es spiegelverkehrt. So, bei den richtigen 6-Kanal 3D-Flieger ist es spiegelverkehrt. Wenn man das aber nicht kann, was auch sehr schwer ist, kann man das hier auf H stellen. H heißt, dass man im Prinzip den Helikopter auf den Kopf legt, so hier es festhält, und dann auf den Kopf fliegen kann, um es zu üben. Und auch looping kann. Wenn man aber hier hingeht, drückt hier lang drauf, kommt ein L. L heißt, umschalte Dauergas. Und dann richtig Kopf fliege und alles mache. Ganz ehrlich, davon nehme ich noch Abstand. Das kann ich jetzt noch nicht persönlich. Obwohl ich Erfahrung habe, aber ich bin eher der Spielzeugmann, das wisst ihr ja. Das ist schon wieder eine andere Nummer. Wobei, sehr robust. So. Wieder auf H gestellt, dann machen wir einfach mal Fliege, so normal, dann machen wir mal ein Looping, dann schalte ich um auf Kopffliege, dann fliegen wir vom Kopf ein bisschen rum. Also du versuchst den Looping zu machen? Nee, versuche heißt so, Looping heißt nach hinten drücke und einfach mal gucken, ob es klappt. Gut. So Antonio, jetzt, Antonio, ganz wichtig, was ich jetzt mache, immer hingucken, wo der Helikopter ist. Weil das Ding ist sehr schnell. Okay? Alles klar? Wieder Helikopter einschalten. Wichtig, hinstellen. So, aktiv. Zeig nochmal aktiv. Hast du gesehen? Mach nochmal. Also nochmal, wenn man ausmacht. Fernschuss an. Also heißt es, das Zucken ist normal, nicht das Zucken ist normal. Genau. So. Wow. Wow. So, Looping! Das ist erste Versuch. Ich hab schon was gesehen. War schon mal nicht schlecht. Versuch mal ein bisschen höher zu fliegen. Deswegen haben wir heute auch zum ersten Mal die Wiese gesucht, weil er wusste es, dass ich das Ding noch abstürzen muss. Noch einmal. Also, robust. Nicht lachen, Antoni, gell? Alles mal ernst. Looping! Noch ein bisschen höher. Bist du ein bisschen zu hektisch vielleicht? Alle guten Dinge sind drei. Ja, gib ihn doch mal ein bisschen höher, noch ein bisschen höher. Die Höhe, höher, noch höher und jetzt Looping. Jawohl. Jawohl. Sehr gut. Hey, hast du geschafft? Hast du gesehen, Antonio? So, Looping. Nochmal. Antonio, Vorsicht. Yeah. Cool. Juhu. <Yeah. lacht>
Hey, hat er gesehen, sehr gut. Nur rückwärts drücke. Ich mach's jetzt nochmal. Jetzt bin ich Profi. Jetzt machen wir das Ganze mal, indem ich die Fernseher hochhalte und ihr genau zugucken könnt, was ich mache. War cool an der Höhe, ne? Hast du gesehen, Looping? Papa hat zum ersten Mal Looping geflogen. 5? Aber richtig. Jawohl. Wow. So. So. Wollen wir nochmal höher? Noch höher? So sehen wir das. Warte mal, genau. Und jetzt. Jetzt. Jawohl. Ist er? Ah ja. Die kommen doch auch dazu. Hey, das ist der Hammer. Das macht so gut Spaß, Alter. Ich muss erst wegbleiben. Da stehen bleiben! Ja. Wir machen gerade ein Video, das ist gefährlich. Ja. Das ist wie Feuerzeug. So. Ah nee, jetzt nicht, Alter. Nee, jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt nicht. So, jetzt zeige ich kurz mal starten, weil das ist ja, was ich einfach gesagt habe, das ist ein Fry-Barless. Fry-Barless heißt, wenn ich nach vorne drücke und lasse ihn fliegen und drücke und mach nichts mehr, geht der so weiter, weil er keine Ballonstange hat. Ballonstange ist dafür da, dass er wieder einpendelt, was der aber nicht macht. Das heißt, es ist ein bisschen schwerer zu fliegen. Ich zeige euch das Handling. Wenn ich Gas gebe und ich merke, er neigt sich irgendwie, dann gehe ich da wieder rüber, so. Guck mal, wie das Ding fliegt, als Fry-Barless. Da seitlich, rückwärts, vorwärts. Das ist halt der Hammer. Guck mal, wie einfach. Da, seitlich und abstürzt. Aber geht wieder. So gut auch wieder nicht. Hey, jetzt hör mal auf, Alter. Mein Sohn halt, ist klar. So wie der Vater, so der Sohn. So. So, und jetzt zeige ich das mit dem Kopfliege. So, jetzt schalten wir hier um. Der Schalter ist mir eingebrochen, weil es von mir mein Vorführgerät aus dem Lader, wo stehen geblieben ist, ist runtergefallen. Aber guck mal, umschalten. Oh, der ist schon auf Dauergas gewesen. Also, H ist Dauergas. Sorry, vorhin falsch gesagt. H ist Dauergas. L. Guck. Ich zeige es nochmal. Guckt hier. Oh. Als ich gerade das Ding rausgedrückt. Muss ich wieder reindrücke. So, das ist nur die, war das Kugellager. So, und jetzt guck das Umschalten. Und jetzt kann man Kopf legen. Hä? Kopf legen. Seht ihr? Guck doch, rechts ist rechts, links, rückwärts, wieder her. Rase mehr. Haha, geil, oder? Da, rase mehr. Komm, Rasenmäher. Ich hab probiert, Rasenmäher. Hab's probiert. Aber, wie gesagt, wieder aufhebe. Seht ihr? Und jetzt hier ist links, rechts, vorwärts, rückwärts. Und Looping. Was auch immer ein Looping jetzt sagt, okay? Warum switchen, ne? Nein, ich mach jetzt einfach nur. Oh, Akku leer. Akku ist leer. Wo ist der Akku? Ja. Nee, ich will jetzt den Kopf über Looping machen, weil der Kopf über geht dann. Also so meinst du? So? Nee. So wie jetzt ist, Kopf über fliege und dann ein Looping mache, dass er wieder Kopf über steht. Ah ja. Probiere. Probiere geht über studieren. Genau.
Es gibt diesmal ein längeres Video, weil bei dem Gerät muss ich ein bisschen mehr zeigen. Und dem Anwender meinst du? Ja. Akku leer? Nee, du musst nochmal ausmachen. Steuerung aus. Wenn du das Akku nicht geladen hast. So, Kopf über Fliege wieder. So, hier ist ein Looping. Höher, 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 höher. Geil, oder? Cool. Geil. Nochmal? Ja. So, die wieder her und fangen mit der Hand. Das müsst ihr auch machen so. Guck so. So. Geil. Und jetzt machen wir H. Guck da. L. H. Jetzt ist der Knopf, das kennt jeder. Vollgas. Und jetzt ist das hier Mittelstellung. Also. Jetzt fliege ich mal hoch und dann schalte ich um. Mal gleich umschalte. Meinst du? Pass mal auf. So. Schalte um. Ja, geht viel einfacher so. So, was passiert ist, zeige ich euch gleich. Das ist halt das Coole. Wenn man bei Gobulus was kauft, bekommt man halt die A-Ware. Weil normalerweise werde ich mit euch, egal welcher Heli, wäre jetzt im Arsch. Stell, aktiviert gleich wieder. So, halt. Ja, das war blöd. Das kann mal passieren. Komm mal her, dann zeige ich mal, was passieren kann. Das kann mal passieren, dass man halt blöderweise das Ding halt nicht umschaltet gleich. Dann muss man gerade wieder das Kabel hier reinstecken. Und am besten, was man macht, ein bisschen Tesafilm außenrum. So, und jetzt gerade wieder. Das haben wir gemacht. So. Falsch rum. So. Ah. Ich brauche zu lang gerade, gell? In der Ruhe liegt die Kraft. Aber ihr könnt sagen, was ihr wollt. Für das, was ich das erste Mal gerade mache, bin ich richtig gut. Antonio, warte bitte kurz. So. Mach das da aus der Hand. So, wieder umschalten. Jetzt umschalten. Gut so, hoch, runter, hoch, runter. Und jetzt nochmal Looping. Alter, ist der schnell. Alter, ich kann das wohl gut jetzt erzählen.
Okay. Du bist wirklich weiße Hände, alle. Aber nur, dass ihr seht, das Gerät ist noch in einwandfreien Zustand. Das da hinten, habe ich euch schon gesagt gehabt, macht ein bisschen Tesafilm außen rum. Gerade hier aus, wenn es mal außen aufbricht, ein bisschen Tesafilm außen rum, geht wieder. Und? Guck. Ah, es rutscht hier raus. Ist rausgerutscht. Und gerade wieder hier reinstecke. So. Und? Cool. Gorbulus.de. Ich bin unter die Modellbau getreten. Somit heute, 14.03.2001, wie ist er ja? 13, okay. Ich bin jetzt ein Kunstflug-Profi. Also ich bin ein Kunstflugflieger. Anfänger der Kunstflugflieger. Genau. Und das mit einem Gerät, das wirklich alle Erwartungen übertrifft. Auch hier Gas geben, ändern, hier, dann hat man hier Gas. Also für Flächenflieger. Genau, für die Flächenflieger. Und hier ist einfach nur Rotor ausschalte, dass der Rotor einfach nur ausmacht. Das sieht man hier, guck, jetzt geht's wieder. Hier kann ich Rotor ausschalten. Das heißt, wenn irgendwas passiert, ich merke, er stürzt ab, der macht irgendwie Faxe, einfach hier kurz back ausschalte. Ich vergesse es immer mal dran, weil ich schon dran denke. Aber das ist der F629, heute am 14. Was? Der V922. V922. Heute am 14.03.2013 habe ich geschafft, Looping zu fliegen. Und es ist noch ganz. Hafen entscheiden. So. Und wer jetzt nicht kauft, ist selber schuld. Wichtig ist, Rotorblätter, ganzen Anlenkungen, Kopf, Heckteil, alles nochmal als Ersatz bei der Lieferung dabei. Guckt euch die Bilder an, da seht ihr alle Teile, die als optionale Ersatzteile dabei sind, seht ihr auf dem Bild. Das hier müsst ihr jetzt den Profis zeigen. Da geht er jetzt mal in den Modellbau, Helikopterverein, Club, und zeigt mal das Gerät oder das, was ich gemacht habe, gerade denen. Der eine sagt, das ist ein totaler Vollidiot, der andere sagt, hoppla, nicht schlecht. Also, oder Oma und Opa, die Kohle da schaffen. Und noch eins dazu sagen, sicheres Fliegen, ne? Also so mit vielen Crashs möglich, oder? Also es ist, hält schon aus und das ist der, nach dem Vierkanal noch sozusagen der erste 3D-Heli, genau, für den Einstieg. Die, sozusagen, wo den V911 habe, ja, können sie jetzt V922 holen und können damit richtig gut fliegen. Gorbulus.de. Viel Spaß beim Fliegen.